Gut, und dann komme ich darüber und sehe den Ofen. Naja, dann war es für mich klar, Malerei gibt es eh nicht mehr. Also ist das Gas machen, losgegangen drüben in der Hütte. Der Erich war da, die Hütte war schon da. Na, dann habe ich mich unten eingerichtet in die Hütte mit einem eigenen Ofen und dann war 10 Jahre Gas machen drin. Und da war natürlich schon klar, ich kann jetzt da nicht Glas machen, wie das traditionelle Glas machen hier. Dann ist losgegangen mit diesen Gläsern jetzt da so rumstehen. Erst einmal weg mit dem Glas. Weg mit dem Glas. Ich habe dann sofort das Glas eigentlich schmelzig gemacht, Schwarzglas. Das Glas unsuchtig, undurchsichtig machen. Denn das Glas ist das raffinierteste Material, das wir da so haben auf dieser Welt. Es ist so trickreich. Du kannst durchschauen, siehst nichts, faust eine, prickst der Finger. Also das durchsichtige Gas war für mich natürlich nicht das Material. Das, ne, es verwandelt sich dann, wenn es dann losgeht, in den Kirchenfenstern, wo es in der Markt, dann kriegt das Glas Farbe, dann kriegt es Inhalt, dann kommt eine Form in diese Welt. Aber das Glas als solche, als Schaufensterglas, das kannst du vergessen, das ist also nicht unser, ist nicht das Material. Also das Glas gleich undurchsichtig machen, das schwarze Glas ist gekommen, ne, und dann hat die Kriegel gekommen. Natürlich, der Maskrur ist bekannt, den Frauen auch im Bayerischen Wald, aber kannst du jetzt nicht eine halbe Kriegel hinstellen und sagen, naja, das hat was mit Kunst zu tun, nicht das Glas zu provozieren. Das halbe Krügel erst einmal schwarz machen, ist nicht mehr durchsichtig. Das halbe Krügel zerbrechen, aufschneiden, durchreißen, nicht den ganzen provokativen Effekt, den dann, der dann mit den halben Krügel gelaufen ist und mit den Händen gelaufen ist, mit den Zigaretten. Naja, das Gas ist dann in diese Richtung 10 Jahre lang gelaufen, viel Gas gemacht. Der Bruder Erich weiß das. Er hat es dann vermarktet draußen. Und da in diesem Zusammenhang ist auch die Eishütte groß, größer geworden, bekannt gemacht worden in diesem Zusammenhang. Das war natürlich schon die Energie, nicht meine, sondern nicht alleine, sondern die Energie der Familie, die ganze Familie, die da integriert war. Und über diesen Geist der Gemeinsamkeit ist dann auch die Hütte gewachsen und größer geworden. Dann ist mit der Glasmacher also weitergegangen und dann, also nach 10 Jahren, war das dann schon so, hey, ich muss schon schauen, dass du wieder mal in Malerei reinkommst. Da, zu dieser Zeit hat es kaum Malerei gegeben bei mir. Und dann ist mit der Malerei wieder losgegangen und seit dieser Zeit ist schon Malerei wieder dominierend. Es waren damals dann auch, nach dieser Epoche, waren dann die Harvey-Lichten-Köpfe, war meine erste Glaskopfserie, 76 war das dann, wo also Hommage auf den Harvey Carl Littleton. Littleton, sein Kopf modelliert, Gretel hat modelliert, ich habe ihn dann geformt und geblasen und das waren dann die ersten Glasköpfe und die gibt es nach wie vor. In dieser Zeit, seit dieser Zeit sind eine ganze Menge von Glaskopfserien entstanden und das ist nach wie vor gut und interessant. Du hast nämlich als Bildhauer hast dann einen Kopf da und da machst du Bronze raus oder aus Keramik, du hast nur ein Modell. Aber da habe ich einen Glaskopf und den kann ich verformen in jede Richtung und da kann ich draufmalen auf dem Kopf. Da ist Glasmaterial fantastisch, du einmalig. Es gibt in keinem anderen Material die vielfältigen Möglichkeiten der Verwandlung dann hinterher. Zu dieser Zeit hat es in Frauenau, ist die Pflasterstraße durch Frauenau bis dahinter, ist die Pflasterstraße gewesen. Und es war schon die erste Provokation und meine erste Reaktion auf dieses Sauermann, dass der Asphalt dann gekommen ist. Aus der Pflasterstraße ist dann die Asphaltstraße gekommen. Das letzte Stück ist ja letztes Jahr erst gekommen. Da war noch mehr Debatte, aber die Straße hat einfach Vorrang, da kannst du machen, was du willst, durch den Asphalt und die Straße haben wir auch nichts mehr, auch wieder so Leserbriefe geschrieben, hilft nichts, Straße hat Priorität, der Asphalt. Und wenn du dir so überlegst, also eine Pflasterstraße, da haben hunderte von Steinen, individuell geklopfte Steine mit der Hand verlegt und denkst, und
Handarbeit und so, auf der man dann gehen kann, festen Boden berühren. Was das ist, und dann kommt die, wir kämen die mit ihren Asphaltmaschinen her und rotzen das alles weg und gießen den Asphalt hin. Alles für das Auto. Dass man halt schnell, sicherlich kannst schnell und bequem durchfahren, aber es ist ein elementarer Verlust von dem, was man Erde, Steine, Handarbeit, Individualität bezeichnet. Und das ist da losgegangen da, das mit der. Dann kam ich noch an diese Figur, wo ich gesagt habe, hey, her mit so einem Typen, so einem Straßenkehrer, der Saubermann und die Straße, die so durchs Bild drauf, und kein ganz klar, dass die Straße, den Typen hier, der da so rumhängt, die Straße saust durch den Körper durch. Das ist ja unglaublich, eigentlich ein verdammt dramatisches Bild, wenn man da hineinfühlt, in dem, was da drinnen alles los ist. Ich weiß gar nicht, dass ich das durchgestanden habe, ich nur einschleierhaft. Aber zu dieser Zeit war halt das so drinnen. Der Protest, die Antwort, Reaktion auf diesen Asphalt und Straßen- und Salomongeist. Da hinten ist dann ein neueres Bild, das wird schon wesentlich sanfter. Mein jetziger Ansatz ist einfach der, dass Himmel fängt am Boden an, dieser Satz, der ist ja längst bekannt. Erde wieder in Erdbezug herstellen, Hände spüren, Körper spüren und Dialog vor allem. Mann-Frau, dieses Mann-Frau-Beziehungen, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Da kannst du 1000 Jahre alt werden und bist allerweil noch nicht fertig. Das ist eine unglaubliche Herausforderung und in dem Sinn. Da kannst du auch nicht mit reinrischen, geht da nichts mehr. Also darum haben die jetzigen Bilder wesentlich sanfter. Ich weiß gar nicht. Das ist einfach jetzt einmal so. Aber die Hände wieder spüren und Mitte spüren, oben und unten Kopf. Das weiß ich noch nicht, wie das. Die neueren Bilder, eins von den Bildern ist da hinten. Das ist, dann geht es in neue Farbigkeit und weiter sanftere Bilder, Beziehungen aufbauen. Ein bisschen Ansatz ist schon da. Ich habe so eine gewisse Idee, wenn du zu zeichnen anfängst. Aber wie es dann am Ende draus wird, das weißt du nicht. Da muss der Zufall, die Göttin des Zufalls, die Artemis, die Göttin der Schönheit oder so. Naja, der Zufall hat jetzt dann auch eine Chance. Du kannst es nicht. Denn was du im Kopf drin hast, das ist ja schon Vergangenheit, das ist ja bekannt. Es muss was kommen, was du halt selber. Dann sagst du, ja Herrgott, wo kommt denn das her? Dem Zufall die Chance geben.